Hey, Sophia. Hey, Maru. Oh, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, gerne, gerne. Sehr gut. Auf Richtung Konzert. Auf geht's. Ich freue mich richtig. Ja, ich mich auch. Total. Ich komm hier. Danke. Bitteschön. Zusammenkommt und letztendlich glaube ich, Celebrate Life trifft es ganz gut. Definitiv. Das ist das Motto und ist ja auch wirklich ein, ja, auch ein Blick in die Zukunft. Was war denn dein erster Kontakt zur Band und sag mal, das erste Lied vielleicht, was also du in Erinnerung hast? Also, als Linkin Park ja gerade mit Hybrid Theory, als die ja groß rausgekommen sind, damit bin ich ja noch zur Schule gegangen. Ich bin ja noch einer von der jüngeren Generation und ich glaube, alle jungen Menschen hat Linkin Park auf irgendeine Weise auch irgendwie begleitet, richtig? Also mich auch. Definitiv, definitiv. Also gerade von der ersten Platte. Also ich weiß, für mich war es definitiv Numb. Bei mir war es, früher war das ja schon, fing das an mit Crawling und One Step Closer. Das waren ja so die ersten Songs von Hybrid Theory, da erinnere ich mich noch dran. Das war ein Geschenk. Und, unglaublich positiver Mensch. Also, wahnsinnig positiver Mensch. Und der Ausstrahlung und... Und er verdient definitiv so ein Konzert wie heute Abend. Das verdient er auf jeden Fall. Absolut. Verdient die Band, verdienen auch die Fans. Und ich glaube, dass es sehr schön wird heute. Es ist sowieso, heute sind ja irgendwie auch alle da. Ne? Alle seine Freunde, die bekannten Leute, die ihn kennen. Es ist ja nicht nur, dass es irgendwie live auf YouTube übertragen wird, sondern es ist ja auch tatsächlich auch so, dass er wirklich, wie du schon sagst, dass so eine Community zusammenkommt und alle nochmal da sind und sich nochmal in die Arme nehmen können und sagen, hey, guck mal. So viel positiven Rückhalt kriege ich ja auch aus dem Umfeld von Chester mit und so, wie sich dann nett um die Familie und wie die Hinterbliebenen gekümmert wird und wie treu die Fans auch im Nachhinein noch sind weiterhin. Also finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Finde ich schon echt toll, ehrlich gesagt. Yeah. Driving Shoes. Driving Shoes? Ich kann nicht fahren mit den hohen Dingen. Ah, hast du recht. Ich fahre auch ungern mit High Heels. So, pass mal auf. Wie fährt man das nochmal, wenn man hier so schnell einmal in so einem Kreis fährt und so? Du meinst Donuts? Ja, genau. Das willst du jetzt aber nicht machen, oder? Ja, klar, mach ich. AMG, 50 years of driving performance.